Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Da habe ich gerade noch mein aufgebrauchtes Video für Februar für euch abgedreht. Und schon geht's weiter. Ich habe nämlich ein Tauschpaket erhalten von der lieben Julia. Wir haben jetzt, ich glaube, das dritte Mal getauscht. Ich habe es schon aufgeschnitten und ich möchte reingucken. Ja. Ups. Gar nicht so einfach, das hier zu ordnen. Da habe ich erstmal ein Kärtchen bekommen. Vielen Dank, liebe Jule, du hast bestimmt eine schöne Auswahl für mich getroffen, denn deine Pakete waren immer super. Und danke auch für die richtig lieben Geburtstagsgrüße. Es freut mich sehr, was du hier geschrieben hast. Dankeschön. So, haben wir ein bisschen Folie. Die kann man übrigens super wiederverwenden. Ich hebe die immer auf. Man hat immer mal Gläser zu verschicken und ja, diese Luftpolsterfolien kann man toll wiederverwenden. Ein paar meiner liebsten Snacks und Süßigkeiten. Schaut mal, so ein kleines Täschchen. Was haben wir denn da drin? Mogli, Knabbergebäck, Dinkelbällchen, Gartenkräuter. Sagt mir gar nichts, sowas habe ich noch nie gegessen. Aber ich bin da sehr experimentierfreudig und probiere das sehr, sehr gerne aus. Dann habe ich hier Haferbar Flapjack. Den hatte ich zwar auch noch nicht, aber das sind ja so im Grunde wie Müsli-Riegel. Werde ich bestimmt mögen. Smash. Salt und Sprit. Was ist denn Sötz? Salt und Sprit, keine Ahnung. Es ist irgendwas mit Salzkaramell anscheinend. Auch das werde ich sehr gerne ausprobieren. Ja, und dann habe ich hier noch einen kleinen Chupa Chups Lolli und zweimal Goldbärchen. Vielen lieben Dank. Jetzt werde ich mir alles reinziehen. So, noch einmal eine Folie. Und dann, das muss ich euch zeigen, sie hat mir hier so kleine Päckchen gemacht und total schön in Servietten eingewickelt. Dann schauen wir mal. Ui, das ist aber gleich ein großes Päckchen. Machen wir das mal auf. Oh, ups. Oh, da kommt mir ganz viel entgegen. Ich glaube aber, dass ich tatsächlich meine Brille brauche. Von Yankee Candle Early Spring Bloom. Ich glaube, den hatte ich noch nie. Sagt mir jetzt nichts. Oh, der ist aber schön. So was Schönes, zart, florales, Early Spring Bloom. Ja, das passt. Das ist ein Frühlingsduft. Oh, prima. Der wird noch im März dran glauben. Oh, ich freue mich. Dann habe ich Crackling Woodfire. Das ist für mich ein wundervoller, rauchiger Kaschmirduft. In meinem letzten Aufgebraucht hatte ich ebenfalls ein Tart davon. Ich hatte nur noch einen Sampler und jetzt habe ich wieder ein Dreiviertel-Tart zusätzlich. Vielen lieben Dank. Und in meinem letzten Aufgebraucht hatte ich das letzte Tart von The Perfect Tree aufgebraucht. Auch den habe ich jetzt wieder. Einer der schönsten, wenn nicht sogar der schönste Tannenduft für mich. Für mich ist The Perfect Tree wirklich The Perfect Tree. Einfach ein toller Duft. True Rose, ja, ein Klassiker. Auch den liebe ich sehr. Der ist nicht ganz so heftig wie zum Beispiel Fresh Cut Roses, sondern schon was milder und irgendwie auch edler. Also ihr habt so das Gefühl, wirklich eine langstielige rote Rose zu riechen, mitsamt der Blätter und dem Stiel. Mag ich auch sehr gerne. Sun-Drenched Apricot Rose. Da bin ich mir gerade nicht sicher, Julia, ob ich dir den nicht auch eingepackt habe. Ich finde, der geht im Frühling immer. Der hat eine schöne Mischung aus Rose und Aprikose. Wobei die Frucht ein wenig dominiert. Also für mich könnte die Rose tatsächlich noch ein wenig stärker kommen. Kilimanjaro Stars. Ein schöner, maskuliner, frischer Duft. Auch den mag ich sehr, sehr gerne.
Habe ich schon oft in der Lampe gehabt und werde ich auch sehr gerne verdüften. Und was bist denn du? Wo ist meine Brille da? Oh, das ist der Rainbow Shake. Heißt das, du magst den nicht, Julia? Gut, dass ich ihn dir nicht beigelegt habe. Weil ich finde den toll. Der hat für mich wirklich was Pfirsich-Beerig-artiges, wie eine Mischung. Es ist eine Pfirsichnote drin, aber auch irgendeine beerige Note. Und für mich hat er tatsächlich was Milkshake-artiges. Finde ich sehr lecker. Vielen lieben Dank. Über die Düfte freue ich mich alle. Die lege ich mal hier auf den Boden. Und oh, ich bin jetzt schon begeistert. Das nächste Beutelchen. Awaken von Yankee. Oh, jetzt bin ich gespannt. Den wollte ich unbedingt riechen. Das ist der Scent of the Year, der neue. Oh Gott, ich bin gespannt. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ich hätte mir anders vorgestellt, glaube ich. Es ist ein sehr frischer Duft mit einem zitrischen Einschlag. Wie so eine Mischung aus einem Wäscheduft und einem frische Luftduft. Ein bisschen ozonisch, ein bisschen zitrisch. Finde ich ganz nett, aber jetzt nicht überragend. Also im Grunde wie im letzten Jahr mit dem Scent of the Year auch. Es war nett, aber nicht unbedingt die Neuerfindung. Finde ich gut, dass ich den jetzt mal testen darf. Vielen lieben Dank. Yankee Candle Elevation Collection. Und zwar ist das der Harvest Walk. Und guck mal, voll süß, oder? Ich glaube, Harvest Walk hatte ich tatsächlich schon einmal von jemandem als Melz gegossen. Und ich fand den schön. Ja, ich glaube, das ist der. Der hatte wirklich so was Holziges und Frisches. Ich glaube, den hatte ich schon einmal und fand ihn schön. Deswegen, warum nicht nochmal? Nochmal Yankee Candle Elevation Collection. Pear and Tea Leaf. Klingt spannend. Birne und Teeblatt. Also ich muss sagen, man riecht das Teeblatt tatsächlich doller als die Birne. Es hat einen leicht fruchtigen Einschlag, aber wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es Birne ist, weiß ich nicht, ob ich drauf gekommen wäre. Im Kaltzustand. Er gefällt mir aber. Auch den werde ich total gerne ausprobieren. Und Yankee Candle Home Inspiration Honey Fig Jam. Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Honig-Feigenmarmelade. Okay. Und guck mal, ist dann wieder so eine kleine Tafel gegossen. Voll schön. Honig riecht man sofort raus. Die Feige nehme ich jetzt gerade kalt nicht wahr. Und auch kein Marmeladencharakter im Kaltzustand. Lassen wir uns sehr gerne im Warmzustand überraschen, was dann dort rauskommt. Das nächste Säckchen. Oh. Das ist von Bea Easter Carrot Cake. Oh, das passt ja. Ostern steht ja vor der Tür. Ja. Er hat tatsächlich was von Karottenkuchen. Ich hatte demnächst tatsächlich meinen ersten Karottenkuchen in meinem Leben gegessen. Der liebe Manuel hat mir nämlich einen zugeschickt. Das werdet ihr aber erst bei meinen Geburtstagspaketen sehen. Und er erinnert mich im Duft tatsächlich ein wenig an ihn. Aber er hat eine Unternote, die ich nicht definieren kann und bei der ich auch noch nicht weiß, ob sie mir gefällt. Ich werde es warm herausfinden. Easter Carrot Cake. Ostern ist nicht mehr so weit weg. Ebenfalls Bär Kräutershampoo. Oh, den hatte ich schon mal. Der ist schön. Den hatte ich schon mal. Ich glaube sogar von dir, Julia. Der ist schön.
von dir hatte ich den damals auch. Und den fand ich richtig toll. Den hatte ich im Badezimmer an und es roch wirklich, als hätte sich da noch eine 6- oder 7-köpfige Familie hintereinander weg die Haare mit einem Kräutershampoo gewaschen. Der war mega intensiv und er roch wirklich wie ein Kräutershampoo, total gut. Mochte ich sehr gerne und ich freue mich, ich habe ein halbes Klangschell bekommen. Mega, vielen Dank, Julia. Dann wieder Bea. Before Eight und Whipped Cream. Ja, Before Eight ist ein After Eight Tube und hier ist es jetzt mit Schlagsahne. Also das After Eight riecht man immer noch raus. Wobei ich die Minze eindeutig stärker als die Schokolade finde, was ich aber gut finde. Whipped Cream rieche ich kalt nicht, aber ich denke, die macht das Ganze im warmen Zustand nur einfach runder, weicher und vielleicht auch einen Hauch süßer. Von Bea, Coconut Milk, Lavender und Warm Vanilla Sugar. Ich mag beide Öle. Kann nur gut sein. Außerdem Lavendel geht einfach immer. Ja. Und tatsächlich, man nimmt Warm Vanilla Sugar genauso gut wahr wie Coconut Milk Lavender. Mega schön, vielen Dank auch. Ich liebe Lavendeldüfte. Von Bea, Eucalyptus Spearmint mit Vanilla Smoothie. Ich finde übrigens die Etiketten sehr schön. Ja. Eucalyptus Spearmint nimmt man wahr. Es ist aber wirklich etwas milder. Wahrscheinlich durch den Vanilla Smoothie. Wobei ich die Vanillenote jetzt nicht explizit wahrnehme. Aber mag ich. Mega. Bea Snowflake Kisses. Kenne ich und liebe ich. Das ist ein richtig schöner, kuscheliger Duft. Komm mal her. Ja. Der ist toll. Den hatte ich noch vor 1-2 Monaten in der Lampe und letztes Jahr hatte ich den, glaube ich, auch schon mal. Den finde ich richtig gut von Bea, den Snowflake Kisses. Und von Bea Tea and Cakes. Da bekomme ich so viel von. Wahnsinn. Ja. Total schön. Wie der Tea and Cakes auch von Beautiful Fragrances war. Hm. Einfach nur schön. Meine Güte. Bis jetzt gefällt mir ja alles. Nur bei dem Easter Carrot Cake bis jetzt ist ein kleines Fragezeichen dahinter. Das nächste Beutelchen. Sweet Mamsell, Japanese Cherry Blossom und Kaschmir. Übrigens hoffe ich ja, dass Sweet Mamsell der Shop mal bald wieder geöffnet wird. Da steht jetzt seit Monaten, dass sie Wartungsarbeiten haben. Ich glaube, da wird der Laden ein wenig umstrukturiert. Und ich warte schon so darauf, dass Sweet Mamsell wieder eröffnet. Japanese Cherry Blossom und Kaschmir. Klingt ziemlich geil, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich ihn schon mal hatte. Ich hatte mittlerweile so viele Kaschmir-Düfte, ich kann mir das gar nicht alles merken. Aber ich glaube, ihn hatte ich tatsächlich schon einmal und fand ihn sehr schön. Denn der hatte neben dem gemütlich kuscheligen Kaschmir eben diesen frühlingshaften Kirschblüteneinschlag. Und das fand ich toll. Und dann habe ich nochmal Sweet Mamsell, Serendipity. Mit Wildberry Mousse. Ups. So. Ups. Das sind auch zwei so riesen Klumpen. Oh, Wildberry Mousse setzt sich da aber sehr durch. Serendipity rieche ich nur noch angehaucht.
Also es ist eine sehr, sehr fruchtige Mischung mit viel Wildberry Mousse. Aber auch der riecht kalt sehr schön. Den werde ich sehr, sehr gerne testen. Und schon gehen wir zum nächsten kleinen. Du hast dir echt viel Mühe gemacht, das so einzupacken. Ich habe meine Düfte einfach... Ich meine, ich habe sie nicht in den Karton geknallt. Ich habe sie schon ordentlich reingelegt. Aber ich habe mir nicht so eine Mühe gemacht. Jetzt habe ich ein wenig ein schlechtes Gewissen. Das hier scheint jetzt alles Doris zu sein. Also von Wohlfühlmomente Saltwater Princess. Den hatte ich noch nie. Zumindest sagt mir das überhaupt nichts. Das ist dann hier so ein dickes Stück. Und der ist schön. Der hat was Frisches, wahrscheinlich Salzwasser. Und die Princess ist ein wenig parfümig. Heißt, das ist ein frisch parfümiger Duft. Mag ich. Von Doris Lavender Dream und Minty Vanilla. Da ist Lavendel drin, das kann nicht schief gehen. Lavendel geht doch immer. Das ist von dieser schönen Tafel zwei Stücke. Der riecht sehr schön, hat einen leicht seifigen Einschlag, aber nicht negativ seifig. Ja, gefällt mir. Voll cool. Und von Doris noch einmal Lavender Dream, diesmal mit Monoi de Tahiti. Auch da habe ich so Tafelstücke, mehrere. Der ist um einiges floraler. Ich weiß nicht, was Monoi de Tahiti ist, aber anscheinend etwas Florales. Der Lavender ist nur noch ein Hauch drinnen. Aber ich glaube, das ist ein wunderschöner Frühlingsduft. Heißt, auch der ist schon bald fällig. Oh, Wahnsinn. Noch ein Säckchen. Das scheint alles Bath & Body Works zu sein. Ich bin gespannt. Bath & Body Works Black Chamomile. Ich weiß nicht, was eine schwarze Kamille ist, aber ich bin sehr gespannt. Auch hier habe ich wieder total süße Schokoladentafeln gegossen bekommen. Oh, der ist aber sanft. Fast schon cremig. Sanft, cremig, beruhigend. Ich glaube, das ist der perfekte Schlafzimmerduft. Ich bin so gespannt. Ich freue mich so, die alle warm zu testen. Und Bath & Body Works Gingham, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Der Name sagt mir gar nichts. Ich weiß auch nicht, was ich mir darunter vorzustellen habe. Auch hier sind wieder so tolle Tafelstückchen. Das ist was Frisches. Und sowas in der Art kenne ich. Woran erinnerst du mich? Er hat einen leicht zitrischen Einschlag. Aber nicht wie ein Reiniger, sondern schöner. Ich habe keine Ahnung, was hier drinnen ist. Hast du das Glas noch, Julia? Unter dem Glas stehen ja immer die Inhaltsangaben. Kannst du mir mal schreiben, was hier alles drinnen ist? Der riecht toll, aber außer, dass ich was Frisches, Zitrisches rieche, kann ich jetzt nicht sagen, was da drinnen ist. Und das wird mich sehr interessieren. Ui, das Säckchen ist ein bisschen größer. Das ist alles anscheinend die Wachsmacherei jetzt. Wachsmacherei Vanilla Cotton. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Cotton und ich. Ich möchte es immer probieren. Es klappt nur so selten. Mit Baumwolle und mir. Na schon. Boah, ist das eine dicke Tafel. Also, das ist schon dick.
Der hat weniger für mich von dem Cotton, also es riecht für mich wie ein Weichspüler. Total angenehm. Nichts Beißendes, nichts Stechendes. Ja, man riecht eine leichte Baumwollnote, aber im Zusammenhang mit der Vanille hat das was von einem richtig tollen Weichspüler. Ich bin total überrascht. Könnte das ein Kottenduft sein, der mir gefällt? Lass mich überraschen. Wachsmacherei Afternoon Tea. Na, geh auf. Da habe ich zwei so richtig dicke Rosen bekommen. Ich würde sagen, es ist aber ein Fruchttee. Da ist was Fruchtiges drin. Ja, was künstlich Fruchtiges ist drin. Er hat für mich auch eine ganz leichte Wachsunternote. Das habe ich tatsächlich bei ein paar Mails, nicht bei allen, aber bei ein paar Mails von der Wachsmacherei. Im Gegensatz zu anderen Wachsunternoten finde ich die aber nicht unangenehm. Klingt jetzt total bescheuert, ne? Ja. Wachsmacherei Perfect Pear. Die perfekte Birne. Mal doch mal schauen, ob sie perfekt ist. Auch hier wieder so eine dicke Tafel. Wow. Wow. Der ist schön. Der riecht wirklich nach Birne. Manu, du magst doch Birnendüfte. Kennst du den von der Wachsmacherei? Solltest du mal testen. Total schön, der gefällt mir. Mega. Hier haben wir Happy Melts. Magic Potion oder so ähnlich. So eine Rose. Du erinnerst mich an irgendwas. An was erinnerst du mich? Ich finde, der hat ein bisschen was von dem First Blush von Doris, aber süßer und auch eine Frucht, glaube ich, drin. Aber nicht unangenehm. Ist, glaube ich, auch ein schöner Frühlingsduft. Happy Melts Shea and Rice Flower, Vanilla Orchid und Honey. Eine sehr interessante Mischung. Hier ist das so ein Röschen. Ja, Shea riecht man sofort. Rice Flower habe ich keine Ahnung, wie das riechen soll. Honey nehme ich wahr. Vanille Orchidee nehme ich nicht wahr, aber ich denke, dass die das im warmen Zustand sehr parfümig machen wird. Ich glaube, das ist ein schöner Badezimmerduft durch die Shea-Note. Happy Melts Pink Queen Bee. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst geht gleich die Kamera aus. Auch das ist so eine Rose. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber das ist nicht meins. So, jetzt hatte ich zwar offiziell bei der Kamera noch 3 Minuten Zeit, aber der Akku hat uns verlassen. Na gut. Also wie gesagt, Pink Queen Bee von Happy Melts ist leider nicht meins. Da ist eine Unternote, die kann ich nicht definieren. Die gefällt mir aber kalt überhaupt nicht. Den werde ich weiterreichen. So, dann habe ich von Happy Melts Cake Batter. Espresso, White Chocolate und Macadamia Nut. Na, geh auf. Und das sind dann hier 2 solche Mails. Die Kaffeenote kommt sofort. Man
Man riecht auch, dass irgendwas anderes drin ist. Der Kaffee ist schon abgemildert. Der ist nicht so brutal heftig, intensiv. Es ist auch kalt eine sehr angenehme Kaffeenote. Aber die anderen Zutaten rieche ich explizit im Kaltzustand so nicht raus. Müssen wir mal schauen, was er warm kann. Er riecht aber kalt sehr interessant und ich werde ihn auch gerne testen. Und Happy Melts Japanese Cherry Blossom mit Plum Blush. Das klingt jetzt sehr floral. Auch das ist wieder so ein Röschen. Ja, der ist auch sehr floral. Hat allerdings etwas eine Wachseigennote. Werde ich also sicher nicht zu lange düften können, denn für mich hat Happy Melts, also wenn für mich das Öl rausgeht, der Duft nachlässt und die Wachseigennote einsetzt, bekommt das für mich so einen leichten Essigunterton. Klingt jetzt doof, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich denke, es ist einfach das Wachs selber. Ja. Aber an sich ein schöner Duft, auch den werde ich sehr gerne testen. Mega. So, jetzt habe ich noch zwei dicke Beutelchen und einen kleinen. Ich nehme den kleinen hier zuerst. Der kleine ist Blue Moon. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe es mit Blue Moon ein paar Mal ausprobiert. Zwei, drei Düfte fand ich richtig, richtig toll. Aber bei den meisten Blue Moon Düften habe ich das Problem, dass ich nur Wachs rieche. Deswegen bin ich jetzt gespannt. Hier habe ich einmal Starbucks Coffee und Irish Cream. Oh Gott, bitte riech gut, bitte riech gut. Ja, da ist es nämlich. Ich rieche hier einen Hauch von was Schokoladeartigem. Und sonst nehme ich nur die Wachseigennote wahr. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Dass ich bei Blue Moon so ein Problem habe. Ich will, dass mir die Sachen gefallen. Blue Moon, Blushing Peaches und Honey. Und das sind ja mal, guck mal, süße Melz, so kleine Böppelchen. Gott, sind die niedlich, guckt mal. Den Honig rieche ich. Blushing Peaches. Nein, eine Pfirsichunternote rieche ich nicht. Musste ich jetzt erstmal ausprobieren. Blue Moon Kamillentee Honey. Beziehungsweise der Riegel einer Tafel. Der hat für mich zum Beispiel keinerlei Unternote. Der riecht wirklich nach Kamille und Honig. Total schön. Und hier habe ich null Unternote. Ja, das muss meiner verstehen. Was ist mit meiner Nase denn kaputt? Und Blue Moon, Vanille und Lavender. Oh, und Zucchini Bread. Oh, bitte riech noch was, bitte, bitte, bitte. Denn ich wüsste jetzt nicht, wie Lavendel und Zucchini Bread zusammen sind. Oh, ich riech was. Oh, das ist ja interessant. Ich liebe Lavendeldüfte und ich liebe Zucchini Bread. Ich bin aber noch nie auf den Gedanken gekommen, es zusammenzumischen. Aber ich glaube, mir gefällt das. Ja. Der gefällt mir. Oh, Wahnsinn. Dankeschön. So, und jetzt habe ich hier noch zwei Säckchen, die dann ein bisschen größer ausfallen. Ups. Jetzt schütten wir mal wieder alles hier hin. Und hier habe ich von Goose Creek einen Clamshell. Da sind noch zwei Stücke drin von Wildest Dreams. Den kenne ich, den mag ich. Ist für mich ein schöner Sommerduft. Der riecht für mich nämlich nach dem, was ihr seht. Eine schöne Wiese. Ihr nehmt irgendwie die Wiese wahr. Ihr nehmt aber auch den Baum wahr. Sowohl das Holz vom Stamm als auch die Blätter.
für mich nehmt ihr das, oder für meine Nase nehmt ihr das alles wahr. Und ich mag sowieso Wald- und Wiesendüfte sehr gerne und dementsprechend mag ich auch Wildest Dreams sehr gerne. Vielen Dank. Von Goose Creek, Juicy Pear. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon hatte. Hohohoho. Der ist aber intensiv, kalt schon. Ja, aber der ist schön. Ja, der gefällt mir. Also wenn man Birnendüfte mag, ist das, glaube ich, ein sehr schöner Birnenduft. Und mega intensiv, also schon kalt. Ich glaube, der wird eine Duftbombe. Von Scentsy, Vanilla Sweat. Ich finde, der ähnelt dem Storybook Dreams von Bridgewater Candle, sagt sie. Also meint Julia. Vanilla Sweat, ist das der, Jenny, auf den du so abfährst? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das der war. Oh. 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 Und der ist so schön. Ja, der könnte in die Richtung von Storybook Dreams tatsächlich gehen. Der hat auch dieses kuschelig-parfümige. Übrigens dafür, dass Wildleder drinnen ist. Sweat heißt ja Wildleder. Rieche ich jetzt nichts Ledriges. Er riecht für mich nur unglaublich parfümig und kuschelig. Und oh, den werde ich sehr gerne. 3 Stücke. Das ist mal richtig großzügig. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Der ist schön. Und dann habe ich von Goose Creek. Okay, da werde ich nicht dran riechen. Den muss ich leider weitergeben. Ich mag ihn nicht. Es tut mir leid. Dazzling Popcorn. Der riecht für mich nach Apfel und nach Karamell und nicht nach Popcorn. Und selbst als Apfel-Karamell-Mischung finde ich ihn auch nicht schön. Ich hatte den selber mal gehabt, weil ich die Hoffnung hatte, er riecht nach Popcorn und ich mag ihn nicht. Also den muss ich weitergeben. Scentsy Woodland Sweat. Okay. Der nächste Wildleder und Woodland ging erstmal nach einem Wald. Das mag ich. 2 Stücke. Oh, der ist ja auch so schön. Oh, das ist ein richtig toller, holziger Duft. Aber auch mit einer parfümigen Unternote. Der ist schön. Oh mein Gott. Der gefällt mir. Woodland Sweat von Scentsy. Mega. Nochmal Scentsy. Red Cedar and Sage. Da bin ich gespannt, weil ich glaube, Salbei und Zeder habe ich noch nie in Kombination gehabt. Auch da wieder 3 Stücke. Du bist so großzügig mit deinen Scentsy-Düften. Wahnsinn. Ach, das ist ja interessant. Das erste, was ich wahrgenommen habe, war tatsächlich der Salbei. Dieses krautige, kräuterhafte vom Salbei. Und dahinter kommt tatsächlich die holzige Note von der Zeder. Mega spannend. Klingt total gut, riecht total gut. Auf den freue ich mich und der ist mega ölig. Ich habe jetzt so richtig so einen Ölfilm an den Fingern. Und Scentsy sind ja auch zu 95% mega intensiv. Ich glaube, ich hatte da erst 2 oder 3 Mal eine Duftrichtung, die nicht so intensiv war. Sonst ballern die einen aus dem Haus, ne? Und von Scentsy Almond Cream. Und wieder 3 Stücke. Wahnsinn. Super. Der hat was leicht Marzipaniges. Gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, mag ich. Super toll. Vielen, vielen lieben Dank. Vor allem, du bist so großzügig, dass du so viele Stücke da reintust.
Und das letzte Beutelchen. Es ist schon wieder Wahnsinn, was du mir alles eingepackt hast. Wirklich. Der absolute Hammer. Brise Glade Honey and Chocolate. Der ist aus der Kerze, ne? Den finde ich toll. Den kenne ich. Ja. Finde ich richtig, richtig schön. Die hatte ich schon mal als Kerze und die gefällt mir. Die ist leicht parfümig. Geht so ein bisschen in die Richtung wie zum Beispiel der Honey Glow von Yankee, als würde man den mischen mit. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Aber auf jeden Fall super toll. Chocolate rieche ich da übrigens nicht raus. Aber es ist ein echt schöner Duft. Ich hatte die Kerze mehrfach, obwohl die Glade-Kerzen ja relativ dezent sind. Auf einem kleinen Raum funktionieren die richtig gut. Mag ich aber total auf die Duftrichtungen, die anbieten. Hier kommt jetzt ein halbvolles Clamshell. Wow. Von Kringle, Citrus and Sage. Drei Stück noch drin. Den Duft kenne ich, das ist ein Klassiker. Ja. Ein richtig schöner Küchenduft, wenn ihr mal irgendwas stark riechendes gebraten habt oder so und ihr wollt diese Gerüche aus der Küche entfernen, dann kommen sowieso die ganzen Salbeidüfte alles sehr gut, wirklich. So. Von Kringle Candle Fresh Lilac. Den kenne ich, den mag ich. Das ist ein schöner Fliederduft. Ja, einfach nur Flieder. Obwohl er irgendeine Unternote hat, dass da noch ein anderes Blümchen sich dazwischen gemogelt hat. Ist ein sehr schöner floraler Duft. Passt auch mega in den Frühling. Werde ich also auch schon sehr bald verdüften. Von Village Candle, den Purity aus der neuen Limited Edition. Den kenne ich auch noch überhaupt nicht. Das ist so was Frisches, das hat so was wie diese Rain-Düfte. Ja, das hat was wie diese ganzen Rain-Düfte. Sehr frisch, ein bisschen ozonig. Ein Hauch, wirklich nur ein Hauch aquatisch, sodass ihr nicht denkt, das ist ein Meer, sondern dass ihr wirklich eher so die Regenassoziation habt. Mag ich. Und darf sehr gerne an einem verregneten Wochenende in meine Duftlampe hüpfen. Kringle Christmas. Ich glaube, den hatte ich letztes Jahr im Advent verdüftet und fand ihn toll. Ja, ich glaube, das war der. Der hatte auf jeden Fall ganz kleine Nadelbaumkomponente. Und solche Düfte mag ich eh. Der kommt direkt in meine Weihnachtsdose fürs nächste Jahr. Freue ich mich drauf. Dann von Village Candle Forbidden Desires. Vom Label her würde ich jetzt sagen, da kommt was Maskulines auf uns zu. Aber gar nicht so maskulin, wie ich jetzt gedacht hätte. Ja, er hat was leicht maskulin-holziges. Aber er ist vor allem frisch. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Maskulin und frisch. Nicht wie ein Parfum, vielleicht eher wie ein Aftershave oder so. Bin ich sehr gespannt, wie der warm sein wird. Und der letzte von DW Home, Pumpkin Honey. Da kommt jetzt es drauf an, wie stark der Pumpkin ist. Ob ich ihn mag oder nicht. Es gibt tatsächlich Pumpkin-Düfte, die ich mag, wenn der Pumpkin einfach nicht so vordergründig ist und diese Pumpkin-Gewürze nicht so vordergründig sind. Hier ist es total in Ordnung. Also ich rieche den Honig sehr deutlich raus und Pumpkin-Gewürze tatsächlich ganz schwach im Hintergrund. Ich glaube, das könnte ein weißer Pumpkin sein, weißer Kürbis, weil er ist sehr mild, er ist sehr sanft, er ist cremig.
Ich glaube, das ist ein Pumpkin-Duft, den ich warm mögen werde. Ich werde ihn mir aber für das nächste Jahr, für den Herbst, aufheben. Ja, das heißt im Klartext, liebe Julia, das hat mir alles gefallen. Wirklich nicht gefallen haben mir nur zwei Düfte von Happy Melts Pink Queen Bee, von Goose Creek der Dazzling Popcorn. Von Bea der Easter Carrot Cake ist mit einem Fragezeichen versehen, weil da eine Unternote drinnen ist. Und von Blue Moon Starbucks Coffee Irish Cream und Blushing Peaches Honey bin ich mir nicht sicher, ob ich da wirklich genug wahrnehme oder nur eine Wachsnote. Alles andere finde ich mega. Du machst immer so, so schöne Pakete und ich freue mich jedes Mal, wenn wir tauschen, weil du halt so schöne Pakete machst. Ich danke dir von Herzen. Ich freue mich gerade wahnsinnig über die vielen Mails. Ich hoffe, ich konnte deinen Geschmack auch treffen und dass du dich auch freust über das, was ich dir geschickt habe. Bei allen anderen bedanke ich mich, dass ihr mit mir zusammen ausgepackt habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.